Servus und willkommen zu einer neuen Folge von X-Rebirth. Jo, was ist passiert in der Zwischenzeit? Also, ich habe ja immer ein bisschen Pause zwischen den Folgen und zwischen der letzten Folge und heute gab's mal wieder ein neues Update. Was das genau gebracht hat, kann man, also was unter anderem, sagen wir es mal so, ist was Neues dazugekommen hier im Handelsbildschirm, wie man sieht. Stück Nachfrage, Stück Angebot, in Anführungszeichen. Endlich haben wir noch mehr Verwirrung, also ich weiß immer noch nicht, warum es so bescheuert deklariert ist. Waren von Stationen gekauft. Warum steht denn nicht, Waren werden von Stationen gekauft? Naja, aber soweit ich weiß, sollte da eigentlich noch was stehen, oder? Ich dachte nämlich, man könnte jetzt auch nach Stationen filtern. Das scheint aber nicht den Tatsachen zu entsprechen. Ja gut, das ist ein bisschen komisch. Aber egal. Ja, und es gab noch so ein paar kleine Änderungen. Die weiß ich aber nicht, wie ich die euch zeigen kann. Zum Beispiel, bei manchen Capital Ships fliegen jetzt irgendwelche Abfangjäger mit rum. Aber auch das wird relativ schwierig werden, euch zu zeigen. Ich weiß nämlich nicht, wo ich jetzt auf einmal irgendwelche Capital Ships herzaubern soll. Ja. In der letzten Folge hatten wir damit aufgehört. Dass wir Schiffe erobert hatten. Und wir brauchen noch. Ups. Was ist das denn? So Kelos? Achso. Ja, und wir brauchen noch Besatzung. Ich muss mal kurz jemanden finden, den ich mal anquatschen kann. Tagchen. Wo finde ich Besatzung? Ich brauche Schiffsbesatzung. Alles klar. Gehen wir es an. Techniker brauche ich. Dies ist die Albion Skunk. Erbitten Erlaubnis. Angeblich gibt es jetzt auch einen Hotkey für Andocken. Den habe ich jetzt aber noch nicht nachgeguckt. Ist mir aber ehrlich gesagt auch erstmal relativ wumpe. Ja. So, und da gibt es etwas, über was ich gerne heute reden möchte mit euch. Denn ich habe eine Entscheidung getroffen, denke ich mal. Und zwar werde ich wohl X-Rebirth mit der 60. Folge auslaufen lassen. Es liegt einfach daran, dass in dem Spiel nichts mehr passieren kann. Also, ich sehe ja immer wieder in euren Kommentaren, die in letzter Zeit weniger werden, was auch darauf hindeutet, dass das Interesse einfach nicht mehr so groß ist. Auch die Views gehen ein bisschen zurück. Was heißt bisschen? In der letzten Woche ganz schön dolle. Aber ich sehe in euren Kommentaren immer wieder, wenn dann jemand aus seinen eigenen Erfahrungen uns was mitteilt, das hört sich immer so ein bisschen, zwiegespalten an. Zum Beispiel, hey, wenn man quasi nichts anderes mehr tut, außer Schiffe zu sammeln und sowas. Gut, Station bauen. Sie werden meine Anstellung nicht bereuen. Ist ganz okay, das kann man mal machen, aber irgendwann wird das halt auch langweilig. Und mit meiner Station, mit meiner ersten Station wohlgemerkt, weiß ich im Moment nicht mal, was anzufangen. Also, finde ich momentan ein bisschen langweilig.
Durch den letzten Patch, der hat jetzt echt lange gedauert, hatte ich mir eigentlich... Es ist schon bemerkenswert, wenn man weiß, dass es vor... Hallo, eine Kumpel. Ganze... der hat jetzt wirklich eine ganze Weile gedauert, Sie bis werden den Tag, war. An dem Sie mich angeheuert haben, noch als Ihren Glückstag im Kalender ankreuzen, Sir. Und... Ich habe mir so viel von versprochen, dass da endlich mal wieder ein bisschen was bei rumkommt, aber... War nix. War nix drin. Ah, und wir kriegen jetzt verhandelt anscheinend Ansehen. Deswegen... Xenon-Technologie werde ich... X-Rebirth mit der 60. Pause, 60. Folge erstmal pausieren. Das heißt aber nicht, dass ich nicht nochmal zurückkomme. Hallo, Kumpel. Also ich dachte, Piloten kann man irgendwo hinschicken. Naja, egal. Das heißt nicht, dass ich komplett weg vom Fenster X-Rebirth-mäßig bin. Sondern ich will wirklich nur abwarten, bis mal wieder ordentlich was an Content nachgeschoben wird. Und dann bin ich auch sofort wieder dabei. Aber momentan sehe ich einfach leider nicht mehr so dolle viel Sinn in diesem Spiel. Was ich mache stattdessen, das weiß ich noch nicht so ganz. Ich habe mir überlegt, ich könnte mal bei anderen Spielen, die ich aufgehört habe, mal wieder einen Kontrollbesuch starten. Da wäre zum Beispiel Sir, You're Being Hunted. Da hat sich nämlich im Gegensatz zu X-Rebirth einiges getan. Und das wäre tatsächlich jetzt wieder mal ein Blick wert. Dann werde ich wohl mal wieder eine Runde War Thunder demnächst spielen. Und zwar mit einem anderen Let's Player. Wer das ist, das sage ich noch nicht. Er ist auch nicht so der super bekannte Let's Player, aber er hat auf jeden Fall einige sehr nette Videos. Auch relativ viele Abonnenten. Ihr werdet ihn wahrscheinlich nicht kennen, aber ihr werdet ihn kennenlernen. Ich hoffe, dass das sehr, sehr bald klappt. Erbitten Erlaubnis zum Andocken. Andockerlaubnis erteilt. Und dann werde ich eventuell War Thunder ein bisschen machen. Und ja, was man auch mal wieder gucken könnte, wäre wie heißt Natural Selection 2. Falls ihr da Bock drauf habt, schreibt so einfach mal in die Kommentare. Es würde mich mal interessieren, ob ihr da Interesse dran habt, beziehungsweise wieder Interesse dran habt. Sie näher, Pilot. Ging eigentlich und früher immer ganz sich gut. Ein paar echte Schnäppchen. Kam eigentlich immer nicht schlecht bei euch an. Und dann, was ich mir auch überlegt habe... Mich einzustellen war ein verdammt MacWarrior Online, Schachzug, Sir. Ein paar Völkchen. Und dann mal so gucken, was die nächsten Wochen noch so an neuen Spielen rauskommt. Ich habe jetzt gestern mal geguckt und heute, was an Indie-Games rauskommt. Sie werden es niemals bereuen, mich eingestellt zu haben, Sir. Aber da ist im Moment relativ dünn, muss ich sagen. Also, wirklich was kommt, tut er leider nicht. Deswegen werde ich wohl mal was anderes machen, außer ein Indie-Game. Gut, das mache ich ja jetzt denke, auch schon. Ich denke, wir haben nichts zu bereden. Aber ich denke, wir haben nichts zu bereden. Ich will nicht mit dir reden, ich guck doch den verfickten Techniker an. Hallo Pilot, kann ich Ihnen etwas anbieten? Und ja, vielen Dank für also die mal Anstellung. Gucken. Ich werde Ihre Erwartungen nicht enttäuschen. Was genau passiert, ihr werdet es sehen. Ich hoffe, ihr seid nicht allzu böse, dass es dann erstmal keinen X-Rebirth mehr gibt. Wie gesagt, keine Angst, das kommt wieder, sobald das Spiel endlich mal richtig funktioniert, richtig mit Inhalt gefüllt wurde. Und. Vielleicht tut die Community ja auch noch ein bisschen was. Wäre ja nicht allzu scheiße. Und die kann das ja normalerweise auch ganz ordentlich. Die Community. Also, wir werden auf jeden Fall wieder zurückkommen. So, jetzt muss ich nur mal kurz gucken. Wo sind denn meine neuen Frachter? Wo habe ich denn die zurückgelassen? Jetzt schon wieder eine Weile her, seitdem ich das letzte Mal gespielt habe.
müsste der hier sein. Ja. Wo ist er? Ach, da hinten. Versteckt hinter dem Plasmasammler. So, meine lieben Herren und Damen. Ich krieg jetzt erstmal einen Techie. Dies ist die Albion's Gang. Erbitten Erlaubnis zum Andocken. So. Meine lieben Freunde, bitte hier arbeiten. Hey, mein Freund. Arbeiten Sie hier? Einverstanden. Ich werde mich gleich bei meinem neuen Arbeitsplatz melden. Dankeschön. Und der Techniker. Hallo. In Ordnung, Sir. Ich ziehe jetzt in mein neues Quartier. Ich weiß nicht, mir fällt gerade auf, ich hätte am besten noch einen Techniker mitnehmen sollen. Gibt's doch nicht. Naja, die sind ausgerüstet. So, und das hier, ist das der andere neue? Schätze mal. Jo, das ist. Komm schon. Steuer dich nicht so blöd. Dies ist die Albion's Gang. Erbitten Erlaubnis zum Andocken. Ein lieber Zuschauer, der Falco, der ist schon ganz, ganz lange bei mir mit an Bord. Der hatte ja vorgeschlagen, dass ich immer X3 spiele. Aber da muss ich eine Hallo Kumpel. Kleine Absage erteilen. Ich habe momentan ehrlich gesagt Hallo, mein Freund. So großartig ich fange mit Lust meiner neuen auf Aufgabe X-Spiel. An, Sir. Danke für Klar, Ihr Vertrauen. Also X3, das ist wesentlich ausgereifter und fertiger als das hier, als X Rebirth. Hallo, Sir. Was für ein Aber großartiger Tag für Geschäfte. Das hat's mir irgendwie doch so ein bisschen verhagelt, die Lust auf solche Spiele. Deswegen, sorry, Falco. Das werde ich erstmal nicht machen. Vielleicht irgendwann mal, ich weiß es nicht. Es gibt so viele Spiele noch zu spielen. Demnächst kommt ja auch Thief raus und ich bin echt am Überlegen, ob ich das vielleicht nicht auch mal in Betracht ziehen soll. Hätte ich auf jeden Fall Lust drauf, aber ich bin mir natürlich darüber im Klaren, dass die ganzen anderen Hallo, großen Let's Player das wahrscheinlich auch machen werden und ich da wohl keine Chance habe, ein paar Zuschauer zu bekommen. Akzeptiert. Und ja, das. Ich mache das natürlich, weil es mir Spaß macht, aber ich finde es halt auch immer schön, wenn es dann auch jemand guckt, die Videos. Wenn ich da irgendwie mit 10 Views rumpimmel, da habe ich nichts von. Das finde ich dann einfach schade. Deswegen, dies ist die Albion's Gang. Ich hoffe, erbitten Erlaubnis zum Andocken. Das nicht so viele das machen. Sonst rentiert sich's nicht. Sorry, dass ich jetzt nochmal hier in die Station musste, aber ich habe vergessen, noch einen Techniker mitzunehmen. Beziehungsweise ich hatte noch einen Techniker, aber der ist ja für mich an Bord, weil ich hatte meinen eigenen letztens selber weggeschickt. Wenn da noch welche sind, nehme ich mal welche auf Vorrat. Was hat es mit dem ganzen KI-Ding auf sich? Meister. Halt auf ein Wort. Meisterin. Wenn Sie hier kaufen, wird sich das für Sie mitkommen. Bestimmt bezahlt machen. Jetzt müssen Sie wohl oder übel mit mir auskommen. Danke. Also was ich übrigens auch ein bisschen blöd finde. Hallo Pilot. Das ist was hier kann in dem ich Spiel für Sie tun? So wenig. Negativ. Bitte? Was Hallo Pilot. Negativ? Was kann ich für Sie tun? Negativ. Was? Warum? Ah, hallo. Nee, gute Reise. Offizier, habe ich nichts von. Scheiße, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte.
Szene und Technologie. Ah, Mann. Mein Kopf ist ein Sieb, ey. So. Diese Folge habe ich so viel geredet und so viel Truppen zusammengesucht. Das werde ich nächste Folge nicht mehr machen. Nächste Folge versuche ich mal wieder ein bisschen Action an Land zu ziehen. Müssen wir mal gucken, ob ich das auf die Schnelle irgendwie geschissen krieg. Ich liefere jetzt noch schnell den Kerl ab. Warum ist denn hier überhaupt so viel los? Ist das auch ein Teil des Patches oder was? Genau, und ja, dann gucken wir einfach mal weiter. Ich hoffe, dass wir ein paar Sachen kaputt machen können. Weil das macht mir im Moment immer noch am meisten Spaß. Von dem Gedöns, was man hier so tun kann in dem Spiel. Und ja. Lassen wir uns mal überraschen, was die nächste Folge bringt. Ich weiß es gerade noch nicht. Und bevor ich hier jetzt noch lang rum alber, wir sehen uns morgen wieder. Tschüssi!